Am Bahnhof Brokstedt in Schleswig-Holstein sind bei einem Messerangriff zwei Menschen getötet worden. Fünf weitere Passagiere eines Zuges wurden verletzt. Offenbar ist auch der Täter darunter. Das bestätigte die Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waag. Der 20 bis 30 Jahre alte Mann soll mit einem Messer auf Reisende am Bahnsteig losgegangen sein. Zur Identität des Mannes und seiner Opfer gibt es bisher noch keine weiteren Informationen. Polizisten hätten den Mann kurz darauf in Brokstedt festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Bahnhof wurde für die Polizeieinsatzmaßnahmen gesperrt. Alle Leute in dem Zug rannten raus. Ich war in der ersten Klasse und die Leute, die bei mir saßen, die rannten alle raus. Dann bin ich rausgerannt und da waren überall Blutspuren, den ganzen Zug entlang. Meine Tochter hat mich angerufen zu Hause und hat geschrien, dass sie aus dem Zug raus mussten, weil da jemand amok gelaufen ist, der wahllos auf Menschen eingestochen hat. Und mehr weiß ich auch nicht. Meine Tochter, wie gesagt, nehme ich jetzt mit nach Hause. Die habe ich noch nicht befragen können. Ich habe dann parallel mit Tochter gesprochen, Polizei angerufen von Pinneberg aus. Die haben mir gesagt, Einsatzkräfte sind unterwegs, sind auch schon welche vor Ort. Ja, und jetzt packe ich sie ein und fahre nach Hause. Nimm noch jemanden mit, der auch in unsere Richtung muss, damit er nicht hier. Ja, hier fährt ja keine Bahn im Moment mehr in Richtung Pinneberg, denke ich mal, Richtung Hamburg. Also ja, mehr weiß ich auch nicht. Soweit also Augenzeugen oder nahe Verwandte, die das Geschehen mitbekommen haben. Wir haben Live-Bilder jetzt aus Brokstedt. Da ist es mittlerweile natürlich auch dunkel geworden. Und Sie sehen hier die Polizei im Einsatz, die das ganze Areal großflächig abgesperrt hat. Nach allem, was wir gehört haben, ist es wohl so gewesen, bei den Augenzeugen klang das ja gerade eben auch schon an, dass Zugpassagiere verängstigt, als sie dann eben mitbekommen haben, dass sich da ein Blutbad abspielt, die Polizei angerufen haben. Die Polizei hat dann die Bahn verständigt und deswegen wurde der Zug dann außerplanmäßig da am Bahnhof von Brokstedt angehalten. Die Menschen sind rausgerannt und der Täter, der mutmaßliche Täter, dann wohl hinterher. Dann hat sich die ganze Szenerie eben auf den Bahnhof, auf den Bahnsteig dann verlagert, die Menschen weggerannt und dabei ist dann offenbar auch der Attentäter in Anführungszeichen selbst verletzt worden. Die Polizei war dann nämlich schon dort vor Ort und konnte den Mann dann eben festnehmen. Weitere Details über die Identität sind noch nicht bekannt. Wir haben jetzt die Information, dass sich die Innenministerin von Schleswig-Holstein zum Tatort begeben möchte. Und sobald es weitere Informationen gibt, werden wir Sie selbstverständlich darüber hier bei Welt informieren.